Hi, ich grüße euch alle zu einem neuen Video. Es ist richtig, richtig kalt geworden. Starker Nebel liegt auf dem Fluss und der Wasserstand sinkt jetzt rapide. Das ist der Zeitraum, wo viele Angler Angst vor haben. Denn eins ist ganz klar, die Fische haben in dem braunen, trüben, steigenden Wasser im Hochwasser richtig stark gefressen. Und zwar genau mitten im Grasland, genau da hinten drin. Und jetzt kann man wirklich zugucken, wie das Wasser aus den überfluteten Wäldern wieder rausdrückt und die Wälder langsam leer laufen. Wir erleben aktuell einen fallenden Pegel von bis zu 1,50 Meter in 24 Stunden. Das ist schon richtig viel, also es geht richtig schnell. Wir waren bei guten 5 Meter plus, also guten 5 Meter plus Wasseranstieg. Und mittlerweile sind wir jetzt noch bei 3 Meter. Der Peak war erreicht und jetzt fällt der Flusspegel rapide und der Fluss geht wieder zurück in seinen ursprünglichen Lauf. Hier seht ihr noch eine unserer Freestyle-Montagen, unserer Top-Water-Montagen, direkt an den Bäumen hier über der Graskante. Aber das Angeln wird jetzt sehr, sehr zäh. Die Fische haben richtig gefressen. Jetzt schaut mal, was hier alles zum Vorschein kommt. Der ist voll mit Fisch. Voll mit Fisch. Da kommt einiges raus. Ja, die sind richtig satt, die Jungs. Richtig satt. Ja, und jetzt wird es natürlich schwieriger. Denn wie soll man einen Fisch fangen, der komplett einen prall gefüllten Bauch hat und richtig satt ist? Ja, wir bleiben dran. Heute Mittag soll der Nebel nochmal verschwinden, die Sonne nochmal ein bisschen rauskommen. Dann werden wir nochmal alle Montagen perfekt nachsetzen, perfekt auf Tiefe bringen, denn da müsst ihr mitarbeiten, sonst hängen irgendwann die Köder viel zu hoch. Die Köder müssen jetzt direkt an den Bereichen angeboten werden, wo die zahlreichen Beutefische, die ins Grasland eingedrungen sind, wieder zurück in den Fluss kehren. Da wird sich der Räuber jetzt vorne an die Kante stellen und sich noch ein paar Happen abholen. Wir sind gespannt. Aber ich bin mir relativ sicher, das wird jetzt eine richtig, richtig zähe Zeit. Mit jedem Tag, wo das Wasser weniger wird, wird es auch härter für uns Angler. Aber jetzt der Anfangsbereich, die Anfangssituation. Wir haben immer noch reichlich Wasser in den Wäldern, was jetzt rausläuft. Die großen Waller stellen sich jetzt hier vorne an die Kante und warten auf einfache Beute, die da rausflüchtet aus dem leerlaufenden Grasland. Und in diesen Situationen habt ihr noch Chancen auf richtig große und richtig schwere, vollgefressene Waller. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Hier seht ihr einen richtigen Platz, wie aus dem Bilderbuch für die Fischerei jetzt bei den fallenden Pegeln. Im Hintergrund läuft eine richtige Schneise hier in das Waldgebiet. Im vorderen Bereich kleinere Äste, wie so eine kleine Landzunge, die hier kommt. Hier ist ein tiefer Eingang und hier ist eine schöne tiefe Kante. Und solche Gebiete werden Fische immer nutzen, um in den überschwemmten Wald hineinzuschwimmen. Und auch natürlich, wenn das Wasser fällt, wieder rauszukommen. Also genau in dem Bereich hier, ganz dicht an diesen Büschen, werde ich einen Köderfisch präsentieren. Vielleicht noch hier hinten, hinter dem Busch, eine setzen. Seht ihr ja schon, wie das Wasser jetzt aus dem Wald rausläuft. Hier kommt das ganze kleine Holz hier, der Dreck, die Schneise, wird rausgespült. Und da hinten in dem Bereich, genau wie beim steigenden Wasser oder im Hochwasser, habt ihr einen ganz sauberen Bereich zwischen diesen Büschen hier. Angelt sauber und genau dort soll den Köder hingesetzt werden. Dort soll den Köderfisch locken.
versuche jetzt bei dem fallenden Pegelstand sogenannte Aus- und Eingänge der Fische hier in den Wald zu finden. Ihr seht hier jetzt ein ganz tolles Beispiel. Im Hintergrund viele kleinere Bäume und hier eine große Rinne mit auch tieferem Wasser, die jetzt langsam leer läuft. Und durch solche Gebiete werden die zahlreichen Futterfische hier zurück in den Hauptfluss strömen. Und genau in so einer Ecke lockt eine meiner Montagen. Hier kommt sie. Die Montagen, die sogenannten Freestyle-Montagen, sind noch exakt dieselben wie beim steigenden Wasser, wie beim Hochwasservideo. Das habt ihr ja vor kurzem auf meinem Kanal gesehen. Ich verlinke es euch hier oben nochmal. Leichte Ausleger mit Reflektorband kommen zum Einsatz. Dahinter ein leichter Schwimmer zur schnellen und perfekten Einstellung eurer Angeltiefe. Leichte Frontsundbleie auf dem Vorfach, je nach Angelplatz der Strömung angepasst. Ruhiges, stehendes Wasser, 20 Gramm. Wenn die Strömung dann an bestimmten Rinnen stärker wird, wenn das Wasser wieder rausschießt, 30, 40, 50 Gramm Bleie. Im unteren Bereich, das kennt ihr von mir, die altbewährte Haarmontage, fängt zuverlässig und eignet sich für die perfekte Präsentation, für das Anhaken unterschiedlicher Ködertypen. Schön noch dicht vor die Bäume geparkt, den Köder. Und knapp unter der Wasseroberfläche, aber in Verbindung mit einem kleinen Blei, was den Köder auch in der gewünschten Tiefe hält. Dort sitzt mein Köder. Und solche Ausgänge sind dann die Bereiche, die euch auch in der fallenden Phase noch richtig gut Fisch bringen können. Denn hier vorne an der tieferen Kante, wo die Strömung kommt, seht ihr ja, dort stellen sich dann die großen Fische ein, denn diese verlassen zuerst die Überschwemmungsgebiete und warten darauf, dass das ganze Kleinzeug hinterherwuselt. Und da können sie ganz einfach wegschnappen. Absolut brutal. Mittagszeit kommt der Einschlag. Das ist kein 1,40 Meter. Großer Fisch. Großer Fisch. Kein kleiner Fisch. Schwimmt gegen die Strömung. Siehst du? Ja. Siehst du. Und der Fisch läuft stur gegen die Strömung. Kurbeln, komm, spitze aufs Wasser runter, kurbeln. Meine Eier. Großer Fisch. Ah, da was will ich hören. Ja. Genau das macht Spaß. Kurbeln, kurbeln, kurbeln. War nur irgendwo gehangen kurz. Ich fahre ein bisschen rückwärts. Bremse ist okay. Ja? Gut. Biete ich mit dem Biete ich dagegen. Großer Fisch. Ist kein kleiner Fisch. Und nachpumpen. Immer Rudenspitze runter. Das nächste Monster ist am Start. Die Solid Bank ist krumm. Wir müssen aufpassen, wir angeln mitten im Wald, hier drüben kommen überall die ersten Bäume, wir haben immer noch kaffeebraunes Wasser. Jetzt geht die Strömung runter, der Pegel fällt. Ja, und jetzt kommen die Dicken aus den Löchern. Ihr seid dabei, ist immer ein Risiko. Ich muss gleich mit dem Boot dagegen fahren wieder, denn der will rüber in die Bäume. Ich fahre langsam rückwärts, schön halten. Der Fisch steht mega tief und mega stur, ja? Das ist mega! Schön mit den Knien ins Schlauchboot reinknien. Hast du Druck? Großer Fisch, großer Fisch. Die großen Fische kommen gerade alle zur Mittagszeit. Die meisten Welsangler sind jetzt im Camp und machen neue Pläne. Soren kämpft. Wir haben jetzt in den letzten 24 Stunden circa 2 Meter Wasserpegel verloren. Der Fluss ist jetzt wieder stark im Sinkflug. Nachkurbeln, komm, Action, nachkurbeln. Ah, da
Alter, willst du keinen Sauerstoff haben? Ja, und jetzt kommen die Dicken aus den Wäldern raus. Hier im Hintergrund seht ihr das Gebiet, was wir beangeln. Viele, viele Bäume. Da drin saßen die Köderfische. Und da drin haben auch unsere Montagen gelockt. Wahnsinn, Wahnsinn. Adrenalin pur. Rute hoch, immer oben lassen die Rute. Dann kannst du am besten abfedern. Absoluter Wahnsinn. Komm zu nah an die Bäume ran. Schlagschnur ist drauf. Zeus Universal Leader. Das Beste hier in den Bäumen drin. Halten, genau, Spitze bis aufs Wasser runterkurbeln. Und schön halten, genau. Wirklich brutal. Wirklich brutal, was hier abgeht. Wirklich absolut brutal. So, okay. So, jetzt kommt er langsam hier rüber das Vorfach. So. Glow in the Dark Front zum Blei, da kommt er. Okay, Achtung, der hängt oben. Riesenfisch, Riesenfisch. Ich will jetzt nur keinen Fehler hier machen. Achtung, geht wieder weg. Ja, knapp, das ist okay. Hoch die Rute, nach oben, hoch die Rute. Brauchst noch ein bisschen, musst du mit nachkurbeln. So, ein bisschen nachkurbeln. Oder warte, halt jetzt kurz, genau, wenn es weggeht. Jetzt rankommt. Das macht größer als der Anfang. Das macht größer als der Anfang. Betteln, läuft hier runter. Alter, Vater, so. Aufpassen mit diesem unteren Schlauchboot. Läuft gut, die nächste Stufe. Ich weiß nicht, wo der Haken hängt. Ich hab ihn. Danke! Ja. Oh, unglaublich. Unglaubliches Vieh. Unglaubliches Vieh, Sorin. Das ist unglaublich. Oh. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Petri Heil. Petri Heil. Das ist unglaublich, was hier abläuft. Guckt euch mal das Ding an. Guckt mal. Da passt der ganze Kopf rein. Wahnsinn. Vielen Dank! Na! Der ist irre. Der springt hier im Boot. 10 Grad Wassertemperatur. Aber das ist brutal. Komm rein. Komm rein in aller Ruhe. Das ist brutal. Wir zeigen euch gleich am Ufer. Alter Falter, und plötzlich verdunkelt sich der Himmel. Eben war man noch im schönsten Sonnenlicht unterwegs. Das Wasser fällt jetzt rapide, aber wir konnten einen der Giganten, den wir haben wollten, den konnten wir jetzt im schnell fallenden Pegel abholen. Ihr war dabei. Auf dem Boot, für Sorin ein Traumfisch, für mich ein absoluter Traumfisch. 2,56 Meter, locker über 120 Kilo. Schaut euch mal diesen Bauch hier vorne an. Alter Vater, was für ein Monster.
Was für ein Monster. Danke, Stefan. Hast du meinen Traum erfüllt? Das sind die Monster, wegen denen wir hier sind. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, jetzt ist Zeit, Abschied zu nehmen von unserem Giganten. Ein Megafisch. Ich bin mir ganz sicher, die nächsten Tage hier im fallenden Wasser werden bestimmt nicht einfacher. Vielleicht war es einer der letzten, der unsere Köder hier aus dem Überschwemmungsgebiet abgeholt hat, der auf die Nahrung gewartet hat, die langsam jetzt hier aus den leerlaufenden Wäldern zurückflüchtet in den Hauptfluss. Aber wir haben ihn bekommen und wir sind mega happy. Es war ein mega Drill. Aber die sonnigen Tage sind rum, der Fluss fällt, es wird kälter und somit auch die Fischerei schwerer. Dann schaut euch mal diese Bäuche hier an. Die haben gefressen, die Jungs. Die haben gefressen. Und die Brustflosse hier. Da passt eine Männerhand drauf. Vielen Dank, Stefan. Wir haben zusammen einen Megafisch gefangen. Lass ihn raus. Gib nächstes noch einen Jahr kommt wieder. Gib noch einen Kussi, lass ihn hier raus. Zurück in sein Element. Das Monster. Dankeschön, dass er uns beehrt hat. Wahnsinn. Vielen Dank. So, und jetzt kommt eine harte Angelzeit und ihr seid dabei. Bin mal gespannt, ob das Top-Water-Angeln weiterhin läuft oder ob wir wieder eine Nummer tiefer gehen müssen. Petri Heil. Petri, Dank. Weiter geht die wilde Fahrt. Definitiv. Das Wasser läuft jetzt so schnell aus den Überschwemmungsgebieten hier raus. Wir haben nochmal einen richtig guten Einschlag bekommen. Nach dem Monster heute Mittag in der Sonne, da kommt er, Glow in the Dark von zum Blei. Schön die Rute oben lassen, genau. Und auch unhoch. Und so wie es geht, immer hoch, nicht zu arg überspannen. Und der Regen hat uns wieder. So, der hängt unten gut. So, erstmal das Vorfach. So, und jetzt guckst du rein. So, und jetzt fest rein mit der rechten Hand und hältst fest. Festhalten. Fest. Genau. So läuft es. Festhalten. Auf den Haken aufpassen. Den Haken aufpassen im Schlauchboot. In die Freiheit. Mach's gut. Die fetten Monster. Geil. Geil, Stefan. Petri. So, und jetzt werde ich gleich. Danke. Und die Jogginghosen-Fraktion hat wieder was abgekriegt. Geil. Schlafanzughose muss so aussehen, oder? Na? Habt ihr überhaupt noch welche nach der Woche? Scheißegal, nee, alles weg. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus meinem Schlafgemach auf meinem Boot. Fini ist noch am Pennen. Ich bin ein bisschen früher aufgewacht, denn mein ganzes Boot steht schief im Hang. Das Wasser ist richtig krass nochmal heute Nacht gefallen. Ich schätze bestimmt locker einen Meter. Gestern Mittag hier noch der absolute Ausnahmefisch, das absolute Monster mit weit über 100 Kilo. Heute Nacht konnten wir dann auch nochmal punkten. Ja, und jetzt, der Biss kam gegen 23 Uhr und seitdem ist kompletter Totentanz. Ja, das ist auch kein Wunder. Das Boot steht komplett schepp. Wir gehen mal raus. Da ist richtig Wasser weggegangen. Wir müssen auf jeden Fall jetzt die Routen nachsetzen. Oh. Das ist echt verrückt. Seht ihr da oben? Die Routen stehen. Mein Boot war noch vor 40 Stunden ungefähr pari mit diesem Steilhang da oben. Und jetzt muss ich mir wahrscheinlich erstmal irgendwie eine Treppe bauen, um da hochzukommen. Die Jungs haben oben geschlafen. Wir passen leider nicht alle auf mein Boot.
ist schon wieder eine Aktion. Ja, und das Hauptproblem, was jetzt halt auf uns zukommt, neben dem schnell fallenden Wasser, natürlich der Schlamm. Ne? Seht ihr hier? Das Wasser war bis da hoch an die Zelte gestanden. Konnte man schön aussteigen. Oben ist relativ fester Boden noch gewesen. Und hier jetzt der ganze Bereich, wo der Fluss jetzt zurückfließt, alles schlammig. Also das wird jetzt eine richtige Sauerei. Und mein Boot ist komplett, ja, steht komplett jetzt im Hang drin. Gestern Abend stand es noch schön gerade. So, jetzt gilt es natürlich aktiv zu bleiben. Die Montagen alle auf die sich geänderten Bedingungen anpassen. Und dann wahrscheinlich auch einen Platzwechsel machen. Wir fahren mal zusammen raus, gucken uns mal an, was da von gestern auf heute passiert ist. Ich hau mir jetzt noch schnell eine leckere Trinkmahlzeit rein. Das einfachste Frühstück, was ich mir jetzt gönnen kann. Und dann geht's weiter. Gehen wir mal aufs Schlauchboot. Ich bin mal gespannt. Da drüben wird der halbe Wald, wo zuvor unsere Köder gelockt haben, in den Ausgängen vom Überschwemmungsgebiet, jetzt bestimmt schon über Nacht leergelaufen sein. Aber dafür ging gestern der Plan ja nochmal perfekt auf. Ja, wie vermutet, ne? Nicht nur in der Nacht irgendwann im Hang geschlafen, weil das Wasser so gefallen ist, auch an unserem Angelplatz. Hier an diesem Baum dort kam gestern Mittag das Riesenmonster. Ja, und dieser Bereich ist über Nacht jetzt komplett leer gelaufen. Die Futterfische sind aus dem Grasland rausgezogen, zurück in den Hauptfluss. Und die Welse natürlich auch. Und habt ihr auch gestern gesehen, bei dem 100-Kilo-Monster komplett vollgefressen. Jetzt heißt hier natürlich moven, jetzt heißt es natürlich aktiv bleiben. Hier noch sitzen zu bleiben macht keinen Sinn, denn vielleicht schon heute Abend, morgen früh können wir hier trockenen Fußes, schlammigen Fußes durchlaufen. Jetzt heißt zurück in den Hauptfluss zu gehen und dort probieren, noch einen Fisch zu fangen. Das wird auf jeden Fall kein einfaches Unterfangen, denn die Welse sind richtig vollgefressen jetzt. Die Wassertemperaturen kühlen immer mehr ab. Der Winter steht auch hier in den Stadtlöchern. Die Nächte werden kälter und somit wird auch die Fischerei, vor allen Dingen nach diesem krassen Wasseranstieg, nach dieser Hochwasserperiode, jetzt deutlich schwieriger. Aber wir bleiben dran und ob uns es noch gelingt, jetzt bei diesen wirklich harten Bedingungen noch einen Fisch abzuholen und welche Montagen jetzt zum Einsatz kommen, denn ich werde die Frontzone-Bleie, die kleinen Bleie auf dem Vorfach entfernen und wieder U-Posen einsetzen. Aber das zeige ich euch im nächsten Video. Alles Gute, bleibt gesund, dicke Fische für euch, euer Stefan. Ciao, ciao.